So, war der Cut jetzt eigentlich gestern gemein? Ich hoffe. Ich markiere mir den Drecksack mal. Ich kenne das ja hier schon. Sag mal. Er läuft jetzt darunter. Wir tun noch da die Kiste uns holen. Ich bin nass geschwitzt. Und ihn schicken wir nach da hinten. Dann kommen wir da runter. Hey. Jetzt höre ich genau hin. So, er läuft hier lang. In dem Moment gehen wir hier runter. Sind entkommen. Unfassbar. Der blöde Arsch verdient mehr als ich. Tja, scheiß Job, ne? So. Zack. Und jetzt ein schönes Bier. Drei haben wir schon geschafft. Paradies am Arsch. Ha? Kein verwandtes Dreck auf mich. So, der hockt sich dahin, genau wie gestern. Das ist scheiße, da ich jetzt weiß, wie ich vorgehen muss. Das ist nämlich das Problem. Hey, und vorher, ich glaube zweimal habe ich abgekackt, habe ich hier abgekratzt, glaube ich. Woche schicke ich etwas Geld nach Hause. Oh, I have a message. Von. Ein richtiges Bett, da könnte ich es brauchen. Gut. Gut, meine Freundin, die kann doch noch heute. Das ist nämlich sehr gut. Das macht nämlich den Tag dann immer perfekt. So, wir haben hier zwei Spartaner plus ein Medikit. Ich gammel mal hier rüber. Ich sollte einen besseren Weg finden. Oh. Stimmt, das war. Genau. Immerhin schön hier. Also was die mit der Leiche gemacht haben, will ich auch nicht unbedingt wissen. Was macht dich da so dick? Pass auf, Anhänger, du willst doch nicht verpassen, wie ich bin. Ah, Vorteil also. Das ist meine Insel, mein Haus.
finde ich geil, dass die uns hier nicht sehen. Hallo. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich war mir jetzt... Oh, nee. Ich war mir jetzt zu sicher. So, setzt du dich da wieder hin? Ja. Jetzt war ich mir zu sicher. Aber gut, failen muss auch mal sein. The first, let me take a selfie. So, die zwei Spartaner markiere ich mir mal, dann renne ich hier runter. Da hinüber. So. Markiere. Hey, das waren doch vier. Hey, hör auf mich zu verarschen, das waren vier. Also doch. So, jetzt töte ich dich. The first, let me take a selfie. Das ist so der Hammer, das Lied einfach nur. Finde ich geil. Hat aber auch wieder 267.288.977.000 Millionen Klicks wieder auf YouTube. Der Arsch hat wieder auch damit Geld verdient. Und was mache ich? Ich schufte mir hier einen ab. Ja. Nein, ich mache das natürlich gerne. Ich schwitze mir den Arsch ab. So, wie bin ich jetzt da gestern hingekommen? Ich bin eigentlich nur gelaufen. Was ist das? Ich glaube, so habe ich das gestern gemacht. Ich halte besser die Ohren gespitzt. Ja, komm, komm, komm. Boah, gerade so. Kein Fall, kein Fall. Ja! Und flip. Ach gut, einmal ausgesetzt. Ah ja, passiert. Jetzt sind wir einer von Holzleuten. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster? Du sollst... Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Das ist spannend. Gut, Moment, ich mach mal meine LED-Kette hier an. So. Dann ist das Spielen doch immer ein bisschen besser. Ein bisschen dunkler. So, sehr schön. Und los, heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Auf Scan vorbereiten. Warum verzocke ich bloß immer alles? Wächter, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Kennen wir ihn nicht? Okay, nächster. Alles gut, Foster. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Nee. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey,
Wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Gerne doch. Ist sympathisch. Moinsen, wie läuft's? Ich bin der neue Spartaner. Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Heut. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater. Habe ich Heimat. Er ruhe in Frieden. War Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Ein richtiges Bett. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Was? Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Würstchen. Alter. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Gilligan's Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Für mich? Denk mal noch eine Kiste, die will ich noch mitnehmen. Nächste Woche schicke ich etwas Geld nach Hause. Bube Spielkarte und 24 verschissene Dollar. Alter, Oh, Leute. Der hat den einfach abgefackelt. Alter, der ist so tot, der Typ. So. Keine Muni brauchen wir nicht. So. Nehme ich auch mit. Jetzt können wir unter die Leute gehen. Das ist ja denen jetzt scheißegal. Tach. Ich nehme das hier mal mit, ja? Und an The Boot. Winterrucksack voll gut, den können wir gleich verkaufen. Aber dafür müssen wir einen Außenposten einnehmen. So, da haben wir es geschafft und es ist Nacht. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Schlafen, Jason. Einer von Holz Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holz mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Genau jetzt habe ich dann gestern aufgehört und das heißt, ab jetzt spielen wir blind. Huch. Ein Brief.
So, 2 von 20, da haben wir auch noch was zu suchen. Mäh. Mäh. So, da hinten ist der verschissene Funkturm. So, ich glaube, wir machen direkt eigentlich weiter mit der Story. Würde ich sagen. Und dann, ja. Aber wir machen wie immer den guten alten Folgencut, ne? Kennst du ja. Gut, wir sehen uns morgen. Wieder. Einmal. Bei dir. Zu Hause. Das hört sich falsch an.